Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance, mit einem weiteren Stream aus Assassin's Creed Origins und dem nächsten hier sollte ich Teil vorsichtig sein. Sozusagen von dem neuen DLC. Ich werde jetzt mal hier in der Gegend erstmal rumforschen. Also wir sind hier unten und ich werde hier diese verschiedenen Fragezeichen mal erforschen und mir diese Quest, Nebenquest hier holen. Wir könnten natürlich auch erstmal die hier, die sind niedriger. Ich glaube, das ist gescheiter. Die ist zu hoch, die ist zu hoch. Das ist auch noch einigermaßen, aber dieses Geheul der Toten wäre vielleicht auch noch was. Gehen wir also per Schnellreise in unser Büro und schauen uns das auch noch mal genauer an. Also, hier im Büro haben wir unsere erste Quest. Wenn wir wollen. Wir haben aber auch hier unseren Verkäufer. Nee, hier haben wir keinen Verkäufer. Hey. Ist hier noch kein Verkäufer vorhanden? Na? Hier sind Sachen. Hier. Was ist hier? Die Karte der Sinai-Halbinsel. So. Und was bedeutet. Ach, das sind die Aufenthaltsorte der verschiedenen. So. Was wir noch nicht gemacht haben, aber ich will jetzt nicht die einfach hier blindlings dem seine Quest annehmen, weil ich ja die hier draußen das Geheul der Toten haben will. So, also, Busch, das war ein lustiger Sprung. Jojojojo, ab. Ihr hier, hört ja. Na, junger Mann. In den Bergen verstecken sich die gequälten Seelen der Toten. Was hat das zu bedeuten? Hast du nicht gehört? In der alten Nekropole in den Bergen spuken die Toten, die nicht ins Jenseits wechseln können. Ah, jemand sollte dem nachgehen. Das Geheul der Toten. Unsere nächste Quest und unser nächster Stream. Also, wo müssen wir hin? Hier hoch müssen wir. Wie ein Leopard, der nicht davonläuft. Das ist doch auch mal was. Ach, liebste Isis, schütze mich und meine Frau. Neb, brauchst du Hilfe? Meine Frau ist bereit für die Reise in Anubis Reich. Doch mir zittern die Knie vor Furcht. Was erwartet mich in der Nekropole? Es gibt Geschichten, davon könnte ein junger Mann weiße Haare kriegen. Ich will dorthin. Soll ich den Leichnam deiner Frau mitnehmen? Würdest du? Ich wäre dir auf ewig dankbar. Wow. Ha. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Narrt mich ein böser Spuk? Die Spukgeschichten könnten stimmen.
So, legen wir sie erstmal hier ab und schauen uns das Ganze aber erstmal bei Tages... Nee, nicht bei Tageslicht, aber bei ein bisschen Licht an. Ah, haben wir hier irgendwelche... Entschuldigung, das wollte ich nicht, dass wir hier durch Nebengeräusche gestört werden. So. So, hier ist erstmal nichts, also heißt es, ich werde mit ihr soweit vorgehen. Aha. Ach, was lauert hier? So. So, 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 so. Wir legen sie ab. Ah, das Lied des Geschichtenerzählers spricht die Wahrheit. Dies sind die Laute böser Geister. Haben wir hier irgendwelche... Sehe ich nichts. Irgendjemand macht hier seinen Schindluder. Aber wie kommen wir hier weiter? Hier lang nicht. Darüber? Die sind doch oben drüber, würde ich sagen. So. Irgendwas stimmt hier nicht. Kommen wir hier irgendwo höher? Nein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier liegt sie. Komisch. Nochmal. Da kommen wir irgendwie hinter. Wie wäre es damit? Da ist wieder ein Schatz, den mag ich wieder nicht nehmen. Also, ein Ding haben wir gefunden. Geht es da hier weiter? Nee. Hier hoch geht's auch nicht. Nochmal V. Ach, da drüben haben wir noch einen vergessen. Den Schatz nehmen wir nicht, wie gesagt. So, einmal. Da ist nix. Hier ist was. Und? Nochmal V. Da haben wir den. Dies sind die Arme und Beine der Toten. Jemand entweiht sie. Ja, hier kommen wir weiter. Und da wird es jetzt düster. Da ist jemand. Wer wagt es, mich zu stören? Ich bin die Inkarnation von Seth, Gott des Chaos. Der Osiris zerstückelt und die Teile über ganz Ägypten verstreut hat. Du bist ein Schänder und ein Mörder. Du bist die Inkarnation von Isis, hier um deinen Gemahl zusammenzunähen. Das wird nichts. So schnell geht's, junger Mann. Ja. Aber das war ein geiles Schwert. Hast du das herzugeben? Du störst die Toten nicht länger. Wow. Das ging aber schnell. So. Was haben wir hier? Wir haben... Sonst ist hier nichts mehr. Aber wir haben jetzt keine Waffe von ihm bekommen. Das ist nicht so fair. Hier haben wir wieder einen Schatz. Wie gesagt, den heben wir uns auf.
Wir gehen raus. Und schauen uns nochmal um. Ob irgendwo noch eine weitere. Da drüben ist der andere Schatz. Und wir sind fertig. Das ging jetzt relativ schnell. War ja auch nur eine Nebenquest. Also, somit haben wir das Geheul der Toten abgeschlossen. Jetzt schauen wir uns mal kurz an, was wir denn an Ausrüstung schon nachmachen können. Wir können also hier unseren Stabilisierungshandschuh schon nachrüsten. Hierzu fehlt uns noch etwas Krokodil und Holz. Der ist auch noch nicht voll. Da fehlen uns auch noch Krokodile. Da fehlt uns noch ein Haufen. So, machen wir also den Stabilisierungshandschuh. Und wir haben diesen Löwenkopf, der ja schon mal fälschlicherweise ins Spiel gekommen war. Bisher habe ich noch nicht festgestellt, dass wir irgendwie eine besondere Waffe bekommen haben. Das ist ein bisschen schade, aber wie ihr ja wisst oder gesehen habt, habe ich mich auch bisher darum gedrückt. Hier, der Pilium, der ist neu. Und von den Bögen auch nur normal. Der Parther ist neu. Der seltene Raubtierbogen, den habe ich jetzt bisher auch noch nicht gesehen. Hier haben wir keine neuen Fähigkeiten dazu bekommen. Da können wir natürlich jetzt hier irgendwie die verschiedenen Sachen weiter aufrüsten, wenn wir wollen. Ah, also entweder das mit dem Verwesung oder den Krieger oder sonst irgendwas. Das geht sozusagen nur seinen normalen Weg. Okay, soweit hierzu. Bis zum nächsten Stream. Ciao.